War es das nun mit DC und Vivi NFTs in Zukunft? Außerdem sprechen wir über die FIFA, die jetzt unter anderem auch ins NFT-Business einsteigt. Und als letztes schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den nächsten Vivi-Job an. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, um auf jeden Fall keine Infos zu verpassen. Moin Moin und willkommen an Bord, ich bin's dein Captain und heute am Steuer mit einem weiteren Video und heute werden wir wie gesagt über ziemlich viele Themen sprechen, nicht unter anderem nur über Vivi, aber natürlich mit dem Schwerpunkt auf Vivi. Und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht lange, deswegen abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, wenn du in Zukunft keine neuen Videos von mir verpassen möchtest und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein ins Video. Und als allererstes gibt es erstmal eine sehr coole Ankündigung für euch da draußen, denn du da draußen hast nämlich die Möglichkeit, an einem Giveaway bzw. an einem Fight Scene Contest von Vivi dran teilzunehmen. Ich werde dir diese Seite einmal unten verlinken. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass du eine Fight Scene mit deinen Vivi Collectibles darstellen kannst und dann einen Preis gewinnen kannst. Das Ganze aber wirklich ohne Special Effekte und wirklich nur ausschließlich mit Vivi Collectibles. In dem Fall seht ihr jetzt hier einmal die Preisliste, was man bekommen sollte, wenn man erster, zweiter oder dritter Platz werden sollte. Finde ich auf jeden Fall relativ angemessen. Ansonsten seht ihr hier zum Beispiel schon einige Beispiele, wie das dann zum Beispiel aussehen könnte. Finde ich an dieser Stelle doch recht cool, da das doch relativ viel Kreativität natürlich wieder loslässt. Und hier findet ihr dann auch sozusagen die Anleitung bzw. die Regeln, was ihr alles befolgen müsst, um hier dran teilzunehmen. Um das Ganze wirklich einzusenden, müsst ihr das Ganze unter Twitter bzw. Instagram mit dem Hashtag VIVIRumble und natürlich Vivi in der Caption dann noch taggen und dann ist das Ganze mit dabei. Das heißt eigentlich relativ einfach und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei bei diesem ganzen Giveaway. Und als nächstes würde ich sagen, sprechen wir mal über den nächsten Drop und das Ganze wird meiner Meinung nach jedenfalls ein ziemlich interessanter Drop, nämlich sehen wir hier die nächste Disneyland Paris Series, in dem Fall beziehungsweise die erste aus Paris, aber die nächste Bilderserie und hier sehen wir insgesamt 5 kreative Artworks, die auch animiert sind. Das heißt, wir werden hier tatsächlich auch die ersten animierten Poster sehen. Das Ganze wurde jetzt zu den 30-jährigen ikonischen Attraktionen gemacht im Disneyland Paris und das Ganze wird am 25. September, das heißt am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit, im Blindbox-Format natürlich droppen wie immer. Das heißt, wenn ihr das Ganze auf jeden Fall nicht verpassen wollt, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Wenn ihr außerdem meine Spekulationen zu diesem ganzen Job auch noch haben wollt, schaut auf jeden Fall in meinem letzten Stream vorbei, werde ich euch hier unter dem Video einmal verlinken. Dann könnt ihr euch den auf jeden Fall anschauen. Dort habe ich mit Chris, dem guten Chris Vivi Reisen und auch dem Viviversum aka Frank auch darüber diskutiert und wir haben uns da auf jeden Fall dort auch auf eine Sache geeinigt, was da auch theoretisch an Utility in Zukunft kommen könnte. Und ansonsten sprechen wir mal über die FIFA. Das Ganze gehört an der Stelle nicht wirklich zu Vivi, aber ich muss sagen, ich fand das trotzdem so interessant und deswegen wollte ich darüber auf jeden Fall mal sprechen. Denn es gibt mittlerweile FIFA Collect. Und das ist nichts anderes, als dass ihr bestimmte FIFA-Momente sammeln könnt als NFTs. Und das Ganze tatsächlich auf der Algorand-Blockchain, was ich super interessant finde. Und das Ganze ist hier auch nochmal von Algorand auch so getweetet worden. Das heißt, wir können das auf jeden Fall auch so definitiv ernst nehmen. Denn sie schreiben hier auch, das FIFA Plus Collect powered by Algorand will launch later this month. Beziehungsweise das ist jetzt hier schon vom 2. September. Das heißt, ist jetzt sozusagen auch gelauncht dann jetzt. Ist auch, glaube ich, seit gestern oder vorgestern ist das Ganze jetzt live. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, Momente aus dem FIFA World Cup zum Beispiel zu bekommen oder auch FIFA WWWC. Meiner Meinung nach eine sehr coole Aktion. Wir können uns das Ganze ja mal anschauen. So sieht das Ganze aus. Ich persönlich habe mir tatsächlich jetzt hier schon mal so einen Pack geholt. Das ist momentan meine Collection jedenfalls. Ich habe insgesamt 3 Rares gezogen. Finde ich an der Stelle relativ cool. Ich bin aber mal gespannt, was es da auf jeden Fall in Zukunft noch geben wird. Ein Marketplace gibt es momentan noch nicht. Und man kann das Ganze tatsächlich auch zum momentanen Zeitpunkt nicht verkaufen, sondern erst ab dem 7.10. wird hier das Ganze dann freigeschaltet, beziehungsweise wird dieser Part von Recent Transactions dann freigeschaltet. Das heißt, bis dorthin muss man auf jeden Fall noch warten, man wird das Ganze auch auszahlen können und so weiter und so fort. Also ein vollumfängliches Paket. Ich bin super gespannt, wie sich die Preise auch entwickeln werden. Momentan ist das Ganze tatsächlich noch ziemlich unentdeckt. Es sind momentan gerade mal 22.000 Packs von 532 Total Editions abgeholt worden. Das ist natürlich in dem Fall gar nichts und das ist das, was man sozusagen hier alles bekommen könnte. Alles sehr, sehr coole Momente
Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was es da noch so geben wird. Wir können uns das zum Beispiel mal anschauen hier bei mir, wie das Ganze aussieht. Ich muss sagen, finde ich auch tatsächlich sehr interessant auf jeden Fall gestaltet. Wir können uns das Ganze jetzt mal anschauen hier. Dann können wir da draufklicken und dann lädt das Ganze. Finde ich persönlich eigentlich ziemlich cool gemacht, dass man hier einfach so Momente dann rausnimmt und das dann mehr oder weniger auch wirklich als NFT hat. Dadurch, dass es auf der Blockchain ist, gehe ich auf jeden Fall sehr stark davon aus, dass es auch ein NFT ist. Ich persönlich habe dazu leider nicht wirklich Näheres gefunden, ob es jetzt wirklich ein NFT ist oder nicht. Und dann ist das im Prinzip das Ganze auch hier über FIFA Collect. Ich werde dir natürlich die ganze Seite hier von FIFA Collect auch unten einmal verlinken. Dann kannst du dir das Ganze mal anschauen und dir selbst ein Bild von dieser ganzen Sache machen. Ansonsten, wer auch über die Kryptowährung Algorand mehr wissen möchte, dem kann ich auf jeden Fall hier auch diesen Artikel empfehlen. Werde ich euch auch unten mal verlinken. Da werden auf jeden Fall einige Fragen geklärt, was denn überhaupt Algorand ist, was für eine Aufgabe, was für einen Wert das Ganze gibt und so weiter und so fort. Das heißt, findet ihr auf jeden Fall alles unten in der Videobeschreibung. Und als letztes beschäftigen wir uns mal mit dem Thema DC und Vivi. Und hier haben wir tatsächlich jetzt nämlich was Neues, nämlich DC NFTs. Und das natürlich DC hier und Palm NFT Studios tatsächlich schon länger zusammenarbeiten, das wissen wir. Aber nun gibt es hier auch den Marktplatz, der in der Beta ist, und das wirft natürlich einige Spekulationen auf, ob wir jetzt tatsächlich noch irgendwelche Comics von DC auf Vivi sehen sollten. Meine Antwort ganz klar ist ja, wir sehen das, denn wenn man sich das nämlich mal anschaut, wir haben hier nur DC Fandom Collection, keine Comic Collection, deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass wir tatsächlich hier auch noch Comics auf Vivi sehen werden und das einfach nur ein kleiner Teil ist von DC und Palm Studios. Ich glaube nicht, dass DC sich hier irgendwo gegen Vivi entschieden hat. Ich denke nur, dass sie halt zweischienig fahren, einmal hier mit Palm NFT Studios und einmal mit Vivi, und ich gehe sehr stark davon aus, dass wir hier auf jeden Fall in naher Zukunft vielleicht sogar schon DC Comics sehen könnten, aber auf jeden Fall in Zukunft welche sehen werden. Wann ist natürlich die andere Frage, aber du kannst ja auf jeden Fall mal gerne deine Meinung zu diesem ganzen Thema hier in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, wir sprechen hier nur von Fandom Collection, wir sprechen hier nicht von einer Comic Collection. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig zu unterscheiden. Ich persönlich sehe hier jedenfalls nicht in irgendeiner Weise die Comics gefährdet auf Vivi, dass wir keine Comics von DC sehen sollten. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle tatsächlich auch schon wieder mit diesen ganz kurzen Infos einmal. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like von dir da draußen freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, ein schönes Wochenende und ciao, ciao.